Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Riftbreaker. So. Das ist dann irgendwann mal fertig wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier eigentlich wollten. Irgendwas herstellen, oder? Genau. Crafting completed. So, diese alten Sachen sollten wir vielleicht zerlegen. Mehr Schaden, klar, warum nicht? Kritische Trefferchance erhöhen. Die ist sonst auf 11,18 und wird dann auf 14,18 gehen. Okay. Feuerschaden. Kryoschaden erhöhen, oder wie? Oder ist es nur Elementschaden? Schaden über Zeit. Ja, halt auch erhöhen, gut. Naja, Ferdonit ist das, was wir suchen, offensichtlich. Können wir hier drauf bauen einfach? Nö. Okay, wir brauchen eine Kryostation. Hier. Wenn wir noch hier einer benötigen, denke ich. Dasselbe da unten. Kryostation hier. Ach, fuck you. Wirklich, fuck you einfach. Wie viel bringt uns der dann? 200 Matsch. Der macht aus 100. Okay, der braucht 100. Für 100 Wasser. Das heißt, wir haben auch 200 Wasser zur Verfügung dann. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. New blueprints are available for crafting. Und ebenfalls speichern. Kann man einen Reparaturturm bauen, den wir sicher auch brauchen können. So. Bekommen wir 200 Wasser hier raus. Nein. So, die Kultivatoren benötigen 100, das heißt, wir können zwei Kultivatoren bauen. Einiges sollte hier sowieso auch von selber wachsen.
Bitte reparieren. Danke. So. Sagen, was sie machen sollen. Wir brauchen die hier. Ernsthaft? Ach komm, leck mich doch am Ohr. Heiliger Scheiß. Noch dazu. Ah, in der Kopfgeschäfte. Ich bin Reichweite, doch. Warum ist er nicht repariert? So. Erntestation. Eins und zwei. Macht er eh genug. Der produziert 25. Der braucht 10. Okay, passt. Hier theoretisch noch einen, ja, auch nicht. Ne? Wir so reichen müssen erstmal. Verteidigung. Schon wieder. Wir gehen weg. Ja. Ach, halt doch die Fresse. Mal weg. Oh, diese Arschloch-Meteoriten hier. Was wurde schon wieder zerstört? Die Leitung. Sehe ich hier eine Verbindung? Ja, scheinbar. Okay. Leider dauert es noch, bis der Schildgenerator fertig ist. Der braucht, oder der Ionisator, oder ist das der? Ja, der braucht nämlich verdammt lange zu bauen. Aber wir sollten jetzt endlich Ferdonit bekommen, in guten Mengen. Und wir können oben auch noch weiter, da unten auch noch mal so ein Ding aufbauen. Das ist natürlich hier blöd gebaut. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Nee. Ernsthaft jetzt? Mann, warum Mann, ist das ätzend. Das könnt ihr hier gar nicht vorstellen. Wie ätzend ist das eigentlich, Mann? So. Forschungsstation. Strom. Oben hin.
Nichts wie weg hier. Scheiß Meteoriten. Dauernd. Wow. Oh, super, wird's dann mal fest. Auch immer für ein Lacher gut. Mann, ist das ätzend. Gut, der ist schon am Arbeiten, das ist wichtig. So. Hier den nächsten Ionisator. Kriegen wir endlich die nächste Ausbaustufe des Schildgenerators. Gehen wir mal ganz rauf da. So, auf jeden Fall gibt es hier jetzt noch extra Wasser für noch mehr Kultivatoren. Station. Oh, da kommen wir jetzt schon wieder los. Nonstop. Immer nur vor uns. Bitte wieder produzieren, vielen Dank. Erntestation hier, Erntestation da. Was sagt die Zeit? Okay, Zeit ist ganz gut. Oh weh, was ist hier los? Zu wenig in. Nö, das ist gar keine Energie irgendwie. Sehr merkwürdig. Komisch, was da los war. So, es geht jetzt wieder. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Geh, leckt's mich doch da am Arsch alle paar Sekunden. Ach, halt doch die Fresse! Haben wir's dann. Oh, scheiß Meteoriten, ernsthaft. Wie ätzend willst du sein? Ja. Was ist mit der scheiß
Forschungsstation hier, warum macht die nichts? Bug oder wie? Mhm, die kriegt hier komischerweise keine Verbindung, hier schon. Einfach ein Bug. Oh, der Scheiß rennt jetzt da. Oh, der hat keinen Strom. Temperaturturm natürlich. Vor allem hier. Auch hier einen Reparaturturm. Und da geht's schon wieder los. Ach komm, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Oh, und diese Arschloch-Meteoriten, das ist nicht normal, oder? Strom mehr. Passt. Stromversorgung muss hierher. Stromversorgung ist jetzt da. Viel Spaß damit. Alter, das ist so ätzend. Diese Arschloch-Meteoriten sind so ätzend. Das kann. Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Mir fehlen die Worte. Okay, Zeit sich vom Acker zu machen. Ferronit haben wir nun. Ah ja, wie schaut's aus mit Uran? Also, schwierig in der Wüste dort an Uran ranzukommen. Es sind so wenig dort. Braucht man eher irgendwo irgendeine Karte mit viel Wasser wieder, wo wir Urankristalle züchten können. So, Arsenal upgraden. Oh, Fusionskraftwerk upgraden. Natürlich. Der geht nicht, der ist nix, der geht auch nix. Labor upgraden, natürlich. Naturtürme upgraden. Artillerietürme. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Oh, Minigun-Turm MK3. Yes, why not? Oh, fettes Teil. Ah, die waren schon Stufe 2, okay. Wenn das hier fertig abgegradet ist, können wir hier wieder mit dem Ding hochfahren wahrscheinlich. Hm. Auch upgraden. Neue Verstärkung. Können wir auch upgraden schon wieder? Na super! Die sind für Ironium. Ironium haben wir eh noch viel. Oh! Jetzt sind untertags auch mehr Energie wieder.
Und wir haben keinen Kobalt mehr. Scheiße. Wir brauchen aber Kobalt. Doch noch viel zu tun in der Basis an Upgrades. Kommen wir auch kein Kobalt mehr. Doch, 14 pro Sekunde angeblich. Hm, interessant. Da ist nix. Wo sind wir jetzt gewesen eigentlich? Hier wahrscheinlich. Ferronit kriegen wir nämlich ein bisschen. Genau. Okay, gut. Dann werden wir halt mal upgraden, was geht. Titan. Puh, viel zum Upgraden hier und also Kobalt ist momentan nichts. Wir bekommen keins. Also irgendwas stimmt hier nicht. Angeblich sollten wir Kobalt bekommen. Alter! Wieder mal extra laute Motorräder. Hier ist auf jeden Fall eine gute Verteidigung hier. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Eigentlich sollten wir Kobalt bekommen, tun wir aber nicht. Müssen wir dann rausfinden, warum. Ah, es ist Titan, okay. Titan bekommen wir noch. So, nehmen wir mal an, der Part ist dann auch wieder zu Ende. Oh ja, schon längst. Gut, wir haben noch einen Haufen Upgrades vor uns. Bevor wir hier versuchen, nochmal das Riftportal hochzufahren. Weil wir energiemäßig ja schon ganz gut ausschauen jetzt da, momentan. Läuft ja schon ganz gut. Titan bekommen wir zum Glück. Hm, war auch schon lange kein Angriff mehr. Gut, Freunde, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.